Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Liquid Himmel. Mein Name ist Philgood und ich grüße euch. Ich möchte euch heute von der Liquid Schmiede in Nürnberg berichten. Immer wenn ich das tue, kriege ich zwar in den Videobewertungen ganz viele Daumen runter, das macht aber nichts, weil ich glaube, dass es schon sehr Interessantes zu berichten gibt von der Liquid Schmiede. Es ist nämlich unglaublich viel passiert in diesem Jahr. Und ich bin ja da so ein bisschen involviert oder immer so ein bisschen dabei. Und ja, da war schon einiges los, wirklich, muss man so sagen. Und eben spannende Dinge, also über die es sich zu berichten lohnt. Ich habe euch das letzte Video über die Schmiede im Februar, was Februar? Ich glaube im Februar gemacht. Da habe ich euch von der Umsetzung der Regulierungen berichtet. Also wie setzt die Liquid Schmiede die neuen Tabakgesetze um? Da ging es um diese Fusion Shots und Fusion Base und so weiter. Und ja, es ist unglaublich viel passiert, weil dieses Konzept hat nicht funktioniert. Ich komme in einem zweiten Teil des Videos nochmal darauf zurück, warum das nicht funktioniert hat. Und die Liquid Schmiede musste sich in diesem Jahr tatsächlich noch einmal neu erfinden und die ganze Produktion, den ganzen Laden völlig umkrempeln. Und ich bewundere das. Das hat die Liquid Schmiede schon immer gekonnt in den letzten Jahren. Also sie haben immer, wenn irgendetwas war, haben sie sehr, sehr schnell reagiert und sehr effizient reagiert. Und ja, da bin ich schon stolz auf sie. Das kann nicht manche Firmen. Also so beweglich sind nicht so viele Firmen, glaube ich. Aber die Liquid Schmiede kann das. Und das ist eine tolle Sache. Aber eben, dazu später mehr. Ich möchte euch erst erklären oder zeigen, was heute bei der Liquid Schmiede erhältlich ist. Sie haben nämlich ein ziemlich cooles Angebot. Und zwar auch ein Angebot, das man nicht einfach so sonst wo noch kriegt. Das war immer schon das Ding der Liquid Schmiede. Sie haben immer so auf Alleinstellungsmerkmale geachtet oder nicht mal geachtet, die sind, glaube ich, einfach so entstanden. Also eben, dass man halt personalisiert für jeden einzelnen Kunden jedes Fläschchen mischt. Da waren sie die Ersten, die das gemacht haben. Auch, dass sie eine hochtechnologisierte Produktion haben, alles selbst in-house entwickelt, dass sie das immer weiter vorangetrieben haben. Dazu komme ich auch noch ganz am Schluss des Videos, da hat sich nämlich auch wieder Unglaubliches getan. Und auch zum Beispiel, dass sie grafisch immer sehr stark waren. Also die Webauftritte waren immer außergewöhnlich. Die Liquid Schmiede hat nie auf ein gängiges Shop-System gesetzt, wie man es bei vielen Dampfer-Shops sieht, sondern sie haben ihr Shop-System selber gebaut, von allem Anfang an. Und das verbunden mit dem selbstgebauten ERP und der Produktionssoftware, alles in-house gebaut. Und eben, das sind Alleinstellungsmerkmale, die schon cool sind und die mich als auch ein bisschen technikaffinen Menschen natürlich absolut begeistern. Und als liquidaffinen Menschen sowieso. So. Naja, also heute bietet die Liquid Schmiede an, ihr kriegt alle Liquids, die ihr auch vorher habt bestellen können, plus den gesamten Liquid Mixer, also auch Liquids, die ihr euch selber zusammenstellen wollt, in drei Flaschengrößen. Und zwar in 15, in 30 und in 60 Millilitern. Und zwar passiert das im Shake-and-Vape-System. Die Liquid Schmiede nennt es MXD. Shake-and-Vape sagt vielen Dampfern schon etwas. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann bleibt dran. Ich erkläre das natürlich und zeige es euch. Shake-and-Vape heißt, ihr kriegt grundsätzlich ein nikotinfreies Liquid. Weil ich meine, man darf nikotinhaltige Liquids nur in 10 Milligramm verkaufen, also 15, 30, 60 Milliliter, das geht nur ohne Nikotin. Also ihr kriegt ein solches Liquid, das ist jetzt ein 60er, das ist nikotinfrei, da ist die Base drin, da sind alle Aromen schon drin, da ist einfach noch kein Nikotin drin. Und ihr kriegt einen Nikotin-Shot dazu, den ihr jetzt hier ins Liquid mischt, schüttelt und gut ist. Euer Liquid ist fix fertig gemischt. Das meint Shake and Vape. Wir machen das nachher selbstverständlich. Ich möchte euch das zeigen, wie das funktioniert. So etwas, das die Liquid Schmiede auch
kann oder macht etwas, was, glaube ich, kein anderer Hersteller im deutschsprachigen Raum macht. Ihr könnt eure Nikotinstärke individuell wählen. Also normalerweise gibt es 3 und dann 6 und 9 und dann ist Schluss. Bei der Liquid Schmiede könnt ihr jede erdenkliche Nikotinstärke bestellen, die ihr gerne haben möchtet. Also wenn ihr 1,5er wollt, könnt ihr es so bestellen oder 4,5 oder 7,6 Milligramm Nikotin. Ihr könnt das so bestellen und ihr kriegt es auch. Oder ein 16er, auch das kriegt ihr. Also das ist eine ziemlich coole Sache. Auch für mich, ich bin selbst nach 7 Jahren, bin ich immer noch am Rumexperimentieren mit Nikotinstärken. Und das ist natürlich cool, wenn man sich dann wirklich so maßgeschneidert bestellen kann. Ja, speziell, also habe ich so sonst noch nirgends gesehen. Was man auch noch dazu sagen muss, was ihr dann kriegt, ist die echte Nikotinstärke. Weil wenn man ein Liquid mischt, sagen wir, wir nehmen eine 6er-Base, ich will ein 6er Liquid, also nehme ich eine 6er Base. So, und jetzt gieße ich Aroma dazu. Jetzt verdünne ich eigentlich mit dem Aroma oder mit den Aromen verdünne ich eigentlich die Base. Das heißt, das Liquid hat nachher nicht mehr 6 Milligramm Nikotin. Das kann unter Umständen macht das nur ganz wenig aus. Also wenn ich nur 3% Aroma dazu mische, dann macht das nicht viel aus. Das wird man auch kaum schmecken oder spüren können wahrscheinlich. Wenn ich aber 15 oder 20% nehme, dann ist es eben schon einiges. Man muss natürlich nicht päpstlicher als der Papst sein. Man kann sagen, ja, wenn ich für mich zu Hause mische, spielt das nicht so eine Rolle. Aber es ist eigentlich ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, die berücksichtigen das Volumen des Aromas. Und mein Liquid hat nachher genau die Stärke, die ich mir eigentlich bestellt habe. Das finde ich schon sehr gut und auch sehr wichtig, dass sie es so machen. Diese Nikotingeschichten, also individuelles Bestellen, immer die korrekte Nikotinstärke, das gilt für alle Liquids, die ihr von der Schmiede bekommt. Also für die bestehenden Shop-Liquids, wie zum Beispiel bei meinen Liquid-Himmel-Liquids, aber auch für alle Eigenkreationen. Also alles, was ihr euch selber im Mixer zusammenstellt, auch da gelten genau diese Sachen. Wir sehen das später noch. Der Bestellvorgang ist auch viel, viel einfacher geworden. Das ist jetzt wirklich super easy, muss man sagen. Also, ich zeige euch mal, was ihr bekommt, wenn ihr bei der Liquid Schmiede bestellt. Ihr kriegt eure Bestellung in so einem Karton. Ihr seht MXD und hinten drauf ist dann schon mal so eine kleine Gebrauchsanleitung. Seht ihr aber alles noch. Just for you. Also alles kriegt ihr in diesem Karton. In diesem Karton ist auch eine Gebrauchsanleitung und die ist sehr schön gemacht. Natürlich wieder das gleiche Design. Jetzt guckt mal. Das ist bebildert, das ist riesengroß. Das ist sehr schön gemacht. Cool, richtig cool. Bravo, bravo Schmiede. Das habt ihr toll gemacht. Grafik haben sie immer gekonnt, immer. Und immer wirklich super. Hier hinten ist nochmal so mit Piktogrammen aufgezeigt, wie das geht. Also, aber eben, es ist auch so einfach, dass es jeder eigentlich ohne Gebrauchsanleitung kommen kann. Aber es ist cool, dass das dabei ist. Was ihr auch dabei habt, ist das hier. Wieder natürlich das Design. Und das sind die Warnhinweise. Das ist der Beipackzettel. Der ist ja vorgeschrieben von der EU, sobald Nikotin im Spiel ist, muss ein Beipackzettel mit und das ist der hier. Der ist sehr, macht das Baby Fokus oder macht es das nicht? Naja, egal. Das Ding ist sehr, sehr klein geschrieben, also man kann es nicht ohne Lupe lesen. Ich habe es aber trotzdem gelesen und es steht ziemlich viel Müll drin. Wobei, das kann man nicht der Schmiede anlasten, sondern der Gesetzgeber schreibt vor, dass man solchen Müll auf diesen Beipackzettel schreibt. Naja, was soll man dazu sagen? Ist halt einfach so, muss man akzeptieren. So, ich zeige euch jetzt mal die 3 Fläschchen. Wir haben hier die 15 Milliliter Flasche, wir haben hier die 30er, wo kriege ich das alles in eine Hand,
Und wir haben hier die 60er. Ja, selbsterklärend eigentlich, oder? Die 30er ist natürlich dicker. Ja. Und wir haben immer wieder das gleiche Design, also dieses MXD-Design. Und hinten steht dann drauf, was es eigentlich ist. Also hier steht ihr, seht ihr, das ist ein Filberry mit, hier steht's, Zielnikotin ist 6 Milligramm. Wie gesagt, hier ist kein Nikotin enthalten, aber das Zielnikotin für dieses Liquid wäre 6 Milligramm. Ihr seht jetzt hier auch, der Füllstand ist hier unten. Also bis hier oben müssen wir jetzt mit Nikotinshots auffüllen, dass wir auf dieses Ziel-Nikotin-Ergebnis von 6 Milligramm kommen. Kann ich das vielleicht hier mal mit den 30ern nebeneinander halten? Hier haben wir 1, hier ist die Zielmenge 3 Milligramm, hier ist sie 6 Milligramm. Und ihr seht jetzt schon, also hier ist deutlich mehr Aroma, nicht mehr Aroma natürlich, aber mehr Flüssigkeit drin, mehr Base als hier. Weil beim Dreier muss man nur noch wenig Nikotinshot auffüllen, beim Sechser muss man natürlich noch mehr auffüllen. So funktioniert das. Bei einem 16er müsst ihr natürlich noch mehr auffüllen. Und ihr kriegt eben, egal was ihr bestellt, kriegt ihr ausreichend Shots, um das auffüllen zu können. Es gibt natürlich Liquids, eben wenn ihr einen 60er in 16 bestellt, dann reicht ein Nikotinshot nicht. Dann kriegt ihr natürlich die entsprechende Menge mitgeliefert. Also das geht immer auf, das funktioniert immer. So, bei den Shots, die sind simpel. Da habt ihr natürlich dann, oh, das ist jetzt sind immer 50-50 Shots mit 18 Milligramm. Und natürlich mit kindersicherem Verschluss. Das wird ja auch vorgeschrieben, das wird verlangt, weil dieses Produkt enthält Nikotin. Deshalb sind auch die Warnhinweise dabei und der Beipackzettel im Karton. Also, jetzt machen wir das mal. Ah, was ihr auch noch bekommt, ihr kriegt noch solche Deckel, Droppeldeckel für die 30 und für die 60 Milliliter Flaschen. Bei den 15ern braucht ihr das nicht, weil die könnt ihr hier so einfach abschrauben. Dann den Shot einfüllen bis hier. Wieder zuschrauben. Schütteln. Und euer Liquid ist fertig. Dann kann man hier oben dieses Käppchen abnehmen, um den Verdampfer zu befüllen. Also die sind recht praktisch. Ich mag die eigentlich sehr gut. Bei den 30ern, jetzt nehmen wir, was ist das hier? Trabacco Warn mit Zielnikotin 6 Milligramm. So, bei diesen nimmt man diese Kappe ab. Und zwar, die schiebt man kann mit dem Fingernagel oder man schiebt sie mit dem Daumen rauf, es geht beides. Und jetzt füllen wir hier einen Nikotinshot ein. Und zwar bis zu dieser Flaschenwölbung. Hier. Seht ihr das? Bis sich die Flasche hier um die Ecke biegt. Also ganz simpel, das ist eigentlich wie eine Eichung. Ich mache mir jetzt hier einen Shot auf. Und wir füllen das ein. Hier oben nicht dieser Ring ist entscheidend, sondern hier wirklich, wo die Flasche quasi um die Ecke biegt. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Jetzt fällt hier der blaue Ring runter, macht nichts. So, wo bin ich jetzt? Ich halte natürlich das Fläschchen nicht gerade. Das müsste man natürlich auf dem Tisch machen. Ich versuch's. So, ich stelle es jetzt auf den Tisch, um zu gucken. Ja, noch ein Tick. So, jetzt ist das okay. So, jetzt kommt hier der Deckel, da ist der Dropper schon integriert, der kommt jetzt drauf. Festschrauben. So. Und jetzt habt ihr euer Liquid fertig. Respektive, wenn ihr festschraubt, müsst ihr die schütteln. Eben, es das heißt ja Shake and Vape. Und jetzt habt ihr ein fixfertiges Liquid.
Das ist ein, was haben wir gesagt? Trabaco One mit 6 Milligramm vom Liquid Emel, 30 Milliliter. Also ihr seht, das ist wirklich ein simples System. Das hat die Liquid Schmiede, die nicht selber erfunden, dieses Shake and Vape, das machen sehr viele oder sogar die meisten Hersteller. Aber es ist auch ein System, das sehr gut funktioniert. Einen Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Reifung. Das ist etwas, was am letzten System, an diesen Fusion Shots und Fusion Bases, kritisiert worden ist von den Kunden. Weil da hat man ja das Aroma separat und die Base separat gekriegt und hat die dann zu Hause zusammengeschüttet. So, und da waren die Kunden nicht zufrieden, weil sie gesagt haben, okay, ich mische mir das jetzt selber zusammen und dann muss ich es reifen lassen. Da haben wir hier jetzt einen Vorteil, weil ja schon Aromen und die Base in der Liquidschmiede in Nürnberg gemischt werden. Bis es bei euch ist, geht das 2, 3, 4 Tage, je nachdem, wo ihr wohnt. Also habt ihr schon mal so eine Grundreifezeit, habt ihr schon mal in dem Liquid drin. Und ja, eben dann reicht es in aller Regel, wenn man den Shot reinmacht, schüttelt und dann könnt ihr eigentlich direkt losdampfen. So, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wie das im Online-Shop aussieht, weil die Bestellerei ist so simpel geworden jetzt. Das ist wirklich eine Freude und toll aufgegleist. Und danach gehen wir zum zweiten Teil über und ich erzähle euch, was alles passiert ist in diesem verrückten Jahr. Also, da sind wir jetzt auf der Seite der Liquid-Schmiede und ihr seht, die ist noch schöner geworden. Die war schon sehr schön, aber die ist noch schöner geworden. Ihr seht hier nochmal die Flaschengrößen, wie wir schon besprochen haben. Hier seht ihr jetzt auch die Preise. 15 Milliliter für 5,99, 30 für 11,49 und 60 für 21,99. Das heißt, die Liquid-Schmiede ist nochmal ein ganzes Stück günstiger geworden als vorher. Hier seht ihr den Lieferumfang, das kennt ihr schon alles. Gut, jetzt mischen wir uns ein Liquid Himmel Liquid und die findet ihr hier im Shop und zwar ganz unten. Ah ja, setzt mich mal wieder ein bisschen rauf. Ich bin da ganz alleine, ganz unten, was soll denn das? So, und hier seid ihr jetzt in meinem Shop und da seht ihr jetzt all diese Aromen oder diese Liquids, die ihr natürlich schon kennt, die es schon sehr, sehr lange gibt. Wir mischen uns jetzt klassisch ein Philberry, der Topseller. Wir gehen hier auf Mixit. Und jetzt werden wir gefragt nach der Flaschengröße. Das ist immer so, überall im Shop, egal was ihr bestellt, erst Flaschengröße wählen. Ich wähle jetzt gleich 60 Milliliter. Philberry mag ich selber sehr, sehr gerne. Ihr seht jetzt hier Häkchen ausgewählt. Jetzt geht es weiter. Nikotin. Wie viel möchtet ihr? Also ich nehme in der Regel 6, aber hier nach Wunsch könnt ihr jetzt wählen zum Beispiel und sagen, 9,5 ist jetzt hier oder 4,5 oder 3,7 oder was ihr auch immer möchtet. Oder? Und so kriegt ihr es dann. Ich nehme jetzt aber doch, ich mache jetzt 6,1, einfach, dass ich das hier benutzen kann. So, und im Schritt 3 könnt ihr noch die Base wählen. Traditionale, 50-50 oder Steam. Meine Liquids funktionieren mit traditionale oder mit 50-50, eigentlich mit beiden sehr gut. Ich wähle jetzt im Winter, wähle ich die traditionale, weil wenn es kalt ist, wird das Liquid eher so ein bisschen dickflüssig und hier mit 55 PG und noch 10% Wasser fließt das ein bisschen besser zum Wendel. Aber es geht natürlich auch 50-50, also Probleme hat man deswegen keine. So, wählen und MXD-Set in den Warenkorb legen. Zack, und schon ist es da oben. Also ihr seht, das sind 3 kleine Schritte. Wirklich sehr simpel, viel, viel einfacher als vorher. Ihr habt hier die Zusammenfassung, Menge, Zielnikotin und die Basis Traditional, Traditionale. Simpel. So, jetzt bin ich bei 21,99 gelandet. Ab 25 Euro ist es versandkostenfrei. Das finde ich eine schöne Grenze, 25 Euro, weil da kommt man mit Liquids gut hin. Also, wenn es heißt ab 100 versandkostenfrei, denke ich immer, ja, ich mag jetzt hier nicht für 100 bestellen. Aber 25 finde ich schon fair.
Also, wir gehen nochmal zurück und jetzt mischen wir unser eigenes Liquid. Da gehen wir hier auf den E-Liquid Mixer. Und hier funktioniert es wieder genau gleich. Also erst wählt ihr die Flaschengröße aus. Ich mische mir jetzt etwas, was ich nicht weiß, ob es mir schmeckt. Deshalb nehme ich 15 ml. Wählen. Nikotin nach Maß. Ich möchte mir ein Liquid mischen, das man zum Frühstückskaffee trinken kann. Das soll stark sein. Dreckig und stark. Irgendwie sowas. Also ich nehme hier einen 16er. So, 16 Milligramm. Ein richtiger Hammer für die erste Kippe am Morgen, Baby. Gut, und dann geht's wieder weiter zu den Basen. Hier nehme ich jetzt wieder die traditionale. Und jetzt kann ich mir hier Geschmäcker aussuchen. Entweder ich scroll mich hier einfach durch oder ich kann hier mit diesen vier Tabs kann ich direkt auch so die Gruppen wählen. Ich möchte jetzt stark und dreckig, da möchte ich ein Tabakaroma drin haben. Die erscheinen dann auch alle sofort. Und zwar, was nehmen wir da? Ah, Desert Chip vielleicht. Desert Chip ist eigentlich ein gutes Aroma, ist so ein Klassiker. Den nehme ich. Hier könnt ihr wieder die Stärke wählen oder eine eigene Prozentangabe machen. Ich nehme das als normal. So, das habe ich schon. Jetzt nehme ich als zweites etwas Erfrischendes. Entweder Menthol oder, vielleicht etwas Fruchtiges. Vielleicht eine Gegenfrucht, so eine Zitrusfrucht. Zitrone oder Limette oder sowas. Limone wäre vielleicht schön. Sizilian, die mag ich zwar auch. Ich nehme jetzt hier Limone und zwar leicht. So, ich glaube, das schmeckt mir. So, und wenn man das hat, wird das hier nochmal zusammengefasst, was man schon gemacht hat. Habe ich jetzt die Limone? Habe ich nicht. Habe ich die nicht angeklickt oder wie? Doch, habe ich. Okay, die müsste jetzt eigentlich hier erscheinen. Egal. Es ist eine Zusammenfassung. Ich muss das abklären. Und hier kann ich jetzt meinen Liquid-Namen eingeben. Und das nenne ich jetzt Frühstückshammer. Frühstückshammer. So, und MXDZ in den Warenkorb legen. Jetzt ist es hier oben drin. Und wir sind bereits im Warenkorb. Jetzt hier ist es. Keine Ahnung, warum es das vorne nicht angezeigt hat. Normalerweise macht es das. Also Aromen, Limone leicht, Desert Chip normal. 15 ml die Menge. Zielnikotin ist 16 Milligramm und die Basis ist Traditional. Also, und so kann ich mir das bestellen. Jetzt komme ich auch über die 25 und habe es versandkostenfrei. Also ich in die Schweiz natürlich nicht, aber eher in Deutschland. Also sehr simpel, oder? Viel, viel einfacher als vorher. Also sehr simpel, oder? Was ich vorhin vergessen habe, wenn ihr Nikotinshots in die Liquids füllt, ihr könnt natürlich diesen Dropper hier, den könnt ihr auch wegnehmen. Der geht ganz einfach weg. Dann bei den 30 und den 60 ml Flaschen, dann könnt ihr da viel einfacher eingießen, ohne zu drücken wie Verrückte. Also, bei den 15ern lässt man ihn besser drauf, weil da braucht es meistens nicht so viel, aber ja, wie ihr wollt. Ich weiß nicht, ob es einigen aufgefallen ist, jetzt im Beitrag von der Website bei dem Filberry Liquid hat es geheißen, Geheimrezept. das ist tatsächlich so. Also diese Liquid Himmel Liquids, da geben wir die Aromenmischungen nicht bekannt, also wie wir sie mischen. Aber ich kann euch das jetzt schon ankündigen, wir werden in Zukunft diese Aromen auch als Aromen auf den Markt bringen. Also ihr könnt euch dann wirklich ein Fläschchen Filberry Aroma Mischung kaufen oder Phil Nana oder Trabacco Nummer 2 oder was ihr halt bevorzugt. Weil es gibt schon ab und zu, dass mir Leute schreiben, ich mag eigentlich das Trabacco Nummer 2 sehr gerne, aber es ist mir ein bisschen zu schwach dosiert.
Und dann kann man natürlich da auch noch ein bisschen mehr reinmachen. Und das war wirklich eine Anregung der Kunden. Und da muss ich sagen, ja, klar, natürlich, warum auch nicht? Also diese Liquid Himmel wird es auch als Aromen geben. Das ist sicherlich auch eine gute Sache. Also, was ist schiefgelaufen in diesem Jahr? Vieles ist schiefgelaufen. Die Liquid Schmiede hat Kunden verärgert, es sind Kunden abgesprungen. Und das ist natürlich schlecht. Das darf natürlich nicht passieren. Es waren unglückliche Umstände. Es war auch, jetzt im Nachhinein muss man sagen, man hat wahrscheinlich auch auf ein falsches Konzept gesetzt. Zu der Umsetzung zur Tabakregulierung hat man ja gesagt, okay, man macht einfach Fusion Shots, also mit den Aromen und Fusion Base mit der Base, die man einfach zusammen, anfangs selber zusammenkippen musste. Und dann hat die Liquid Schmiede eben etwas entwickelt und das war eine eigene Flasche, die man zusammendrehen konnte. Ich zeige euch das kurz für die, die es noch nicht gesehen haben. Also wir haben hier die Flasche mit der Base und wir haben hier den Fusion Shot. Ihr könnt hier vielleicht sehen, das ist ganz klein. Filberry ist das jetzt. Und hier, das ist eine Sechser traditionale Base. Und jetzt konnte man hier den Deckel abschrauben von diesem Fusion Shot. Man hat den hier unten in die Flasche eingeschraubt, wenn ich es denn könnte. Ah, der Ring ist noch drauf, okay. In die Flasche einschrauben. So. Schütteln. Und jetzt habt ihr ein fertiges Liquid Filberry. Also eigentlich ein cooles System. Ich habe eben die Idee kam von der Schmiede, weil die haben das irgendwie gesehen oder etwas Ähnliches gesehen bei einem Haar. Färbe- oder Tönungsmittel, was auch so zwei Komponenten war, wo man auch so ein Teil unten in eine Flasche hat einschrauben müssen. Und ich fand die Idee brillant. Und sie haben dann wirklich über ein Jahr lang diese Flaschen selber entwickelt. Sie haben sie selber herstellen, patentieren lassen. Ich habe immer gesagt, das ist eine gute Sache. Aber es gab ein Problem, weil die Kunden haben es nicht akzeptiert. Den Kunden hat dieses System von Anfang an nicht gefallen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einerseits haben sie gesagt, jetzt gibt es nur noch 10 Milliliter. Ja, klar, weil so ist es schlussendlich ein nikotinhaltiges Liquid. Das darf nur noch 10 Milliliter enthalten. Und eben das mit der Reifezeit habe ich euch schon erklärt. Das war auch ein Problem. Es war ihnen auch zu kompliziert im Bestellvorgang. Tatsächlich war die Webseite vorher komplizierter, weil eben man musste sich die Shots suchen, dann eine passende Base dazu aussuchen. Das haben die Kunden irgendwie so nicht gewollt. Und man konnte es drehen und wenden, wie es wollte. Ich war begeistert, die Schmiede auch, aber wenn die Kunden das nicht wollen, dann nützt alles nichts. Dann muss man es kippen. Man kann nicht am Kunden vorbei produzieren. Ich bin selber seit vielen Jahren Verkaufsleiter. Ich weiß das auch aus meiner Branche. Man kann nicht am Kunden vorbei produzieren. Man hat das mit gutem Wissen und Gewissen gemacht. Man hat gedacht, man hat eine tolle Lösung, die man den Kunden anbieten kann. Aber wenn es die Kunden nicht akzeptieren, aus Gründen, die man auch noch nachvollziehen kann, dann muss man sagen, okay. Das ist gescheitert, das haben wir nicht gut gemacht. Wir besser nach. Es kam dann erschwerend noch dazu, dass diese Flaschen, da kann die Liquid Schmiede nichts dafür, aber diese Flaschen hatten teilweise Materialfehler. Also es ist wirklich passiert, dass diese Flaschen Risse bekommen haben und dann ausgelaufen sind. Ich meine, wenn der Kunde bei der Liquid Schmiede ein Paket bestellt und das Paket kommt an und da tropft es raus, das geht überhaupt nicht. Das geht wirklich nicht. Gerade bei der Schmiede, die für eben die Qualität bekannt ist. Und da eben hat man dann wirklich sagen müssen, jetzt ziehen wir die Reißleine, das können wir nicht weiterführen. Weil Kunden verlieren ist eine unschöne Sache. Und ja, so viel.
Herzblut und Zeit und auch Geld. Die ganze Geschichte war sehr, sehr teuer, so eine Flasche zu entwickeln, Werkzeugbau und so weiter. Das ist eine unglaublich teure Sache. So viel Zeit und Herzblut und Geld man investiert hat, wenn es die Kunden so nicht wollen, dann muss man die Reißleine ziehen und sagen, stopp, wir hören auf die Kunden und wir werden das machen, was die Kunden wollen. Das hat die Liquid-Schmiede Gott sei Dank gemacht und ich bewundere sie dafür. Sie waren da wirklich sehr flexibel und haben das sofort angenommen und haben gesagt, okay, wenn es die Kunden nicht wollen, nützt alles nichts. Weg damit. Und sie haben dann wirklich, eben sie haben den Betrieb komplett umkrempeln müssen, die gesamte Produktion natürlich wieder völlig umkrempeln, auf diese jetzige Lösung mit diesem MXD, dieses Shake and Vape. Aber das hat sich gelohnt. Also jetzt haben wir doch wieder eine gute Kundenzufriedenheit. Es wird akzeptiert, wie das jetzt gemischt produziert und geliefert wird. Und ja, das war wirklich nötig. Aber das war auch für mich ein ganz wichtiges Lehrstück. Ja, eben, man kann nicht am Kunden vorbei produzieren. Kann man nicht. Kann man schon, aber dann geht es den Bach runter, dann kommt es nicht gut. Und da seht ihr auch, an diesem Beispiel seht ihr eben auch, wie wichtig das Feedback ist und dass man das Feedback der Kunden, wenn sie Reklamationen haben, wenn sie etwas zu bemängeln haben, man muss diese Dinge ernst nehmen und man muss auf diese Dinge eingehen und man muss diese Feedback sammeln und auswerten und wirklich gucken, ja, ist das jetzt nur einer, der einen schlechten Tag hat? Oder sind das jetzt wirklich mehrere Kunden, auch langjährige Kunden schon, die ein Problem mit diesem neuen System haben? Das muss man ernst nehmen und darauf muss man eingehen und dann natürlich entsprechend reagieren. Also das war auch für mich eine sehr lehrreiche Sache und eine ganz spannende Sache. So, wo wir gerade bei spannenden Sachen sind, möchte ich euch noch etwas sagen und zwar, die Liquid-Schmiede hat wieder mal was gebaut. Sie bauen ständig irgendwas. Es ist jedes Mal, wenn ich nach Nürnberg komme, sieht der Betrieb wieder völlig anders aus. Und es ist alles anders als beim letzten Mal. Und sie haben wieder irgendetwas gebaut. Und das, was sie jetzt gebaut haben, das ist der LS-Robot. Und da war ich wirklich... Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich in Nürnberg bin, weil sie auch technisch immer dermaßen Fortschritte machen, aber der LS-Robot, der ist jetzt, glaube ich, die Krönung. Die Liquid-Schmiede hat einen vollautomatischen Mischroboter gebaut. Und den haben sie selber gebaut, also in-house, alles, jedes Schräubchen, jeder Programmcode, alles haben sie selber in-house gebaut und programmiert. Und das ist ein unglaubliches Ding. Also es ist eine Riesenmaschine, die in absurder Geschwindigkeit Liquids anmischen kann. Und zwar nicht 50 Liter Container, sondern Einzelfläschchen, unzählige, innerhalb von unglaublich kurzer Zeit. Man muss das gesehen haben. Es ist wirklich, ich war so fasziniert, wie dieser Roboter da hin und her flitzt in eben absurdem Tempo und diese Fläschchen anmischt. Unvorstellbar. Und eben, diese Maschine, diesen LS-Robot, den gibt es einmal auf der Welt. Den gibt es sonst nirgends. Den kann man nicht kaufen. Und ganz faszinierend. Ich möchte euch unbedingt noch von diesem Robot, von diesem Mischroboter berichten. Er ist im Moment nicht in der Produktion tätig, weil durch die Umstellung auf vom alten System auf das neue System muss er komplett wieder umgebaut werden, weil wir haben ja jetzt komplett andere Flächengrößen wieder und das muss man alles jetzt wieder umbauen. Aber das ist natürlich ein super spannendes Projekt und das passt zur Liquid-Schmiede. Eben der Thomas, der Michael und der Vater vom, jetzt bringe ich es durcheinander, der Tobias und sein Vater, der Thomas und der Michael, die haben immer solche verrückten Sachen gebaut. Ihr könnt euch wahrscheinlich an die Mischtische erinnern, die heute noch in einer natürlich viel raffinierteren, technologisierteren Version in Aktion sind. Erinnern, ja, wirklich krass und toll zu sehen. Eben, wenn man so ein bisschen technikaffin ist, dann geht einem natürlich das Herz auf, wenn man es sieht. Wirklich schön. Also,
das war's, das soll es gewesen sein. Es soll nicht ein zu langes Video werden. Ihr habt gesehen, wo die Liquid Schmiede jetzt steht, was alles passiert ist. Und ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.